Und willkommen zurück zu der Tiny Bank Stories. Und zwar, das erste Kapitel haben wir letztes Mal abgeschlossen. Dann werden wir jetzt nun fortfahren mit dem zweiten Kapitel. Also sind wir mal gespannt, was passiert. Hier haben wir schon die Erde ein bisschen zusammengesetzt. Das habe ich übrigens vergessen im ersten beiden Part zu sagen, denn die Story ist eigentlich so, dass ein Komet die Erde oder die Tiny Welt besser gesagt, hier zerstört hat und in Puzzleteile zerfallen sind und die müssen wir halt jetzt zusammenbauen und ein Teil haben wir ja schon mal. Also das nur noch kurz zur Story. So, und dann starten wir mal durch, fortfahren. Und, oh, da ist wieder unser Töff-Töff. Da haben wir eine Brücke. Oh, ui. Viele Weichen. Und okay, Endstation, alles aussteigen und weiter geht's. Ja, so kann man es auch sagen. Ja, dann schauen wir mal, was es hier gibt. Auf jeden Fall wieder Puzzleteile, sehe ich ja schon mal. Außer also auch wieder 25, so wie es aussieht. So, noch eins. So, haben wir denn noch waren jetzt, glaube ich, nur drei Stück. Hier ist noch eins. Was haben wir hier? Okay, eine Batterie brauchen wir da schon mal. Brauchen wir Räder, okay. Machen wir gleich. Mal kurz gucken. Ach, hier ist noch eins. Schauen wir mal da. Also, falls wir es übersehen haben, haben wir es gleich. So, was passiert hier? Achso, müssen wir es zusammensetzen. Jetzt die Frage: den Apfel oder den Flieger? Na, jetzt haben wir gleich den Apfel. Oh, okay, dann ist der Flieger eben. Okay. Dann haben wir dieses schöne Flugzeug zusammengesetzt und jetzt haben wir noch 18 Puzzleteile, eine Batteriebombe für dieses Gerät und drei Räder mal wieder, um dort oben etwas zu machen. So, dann gehen wir jetzt mal nach links. So. Hier ist eine Weiche. Drin. Wahrscheinlich müssen wir die wahrscheinlich auch noch bald suchen. Aber vielleicht erstmal ein paar Puzzleteile. Da ist auf jeden Fall. Da ist noch eins. Da ist wieder eine Kugel. Hier ist eins. Da ist eins. Hier was drin? Das ist auch wieder eine Kugel. Achso, ne, da war ja die. Zwei Gläser, was das sind oder so. Ja, wie sagt man? Ja, so Chemiegläser. Was sowas drin? Können wir nicht hoch. Weich, was ist das? Können wir runtergehen? Sieht ja aus wie Rumpelstilzchen hier. Ja, wie Rumpelstilzchen. Hallo Rumpelstilzchen. Aha. Wunderbar. Da haben wir mal wieder einen Teil. Hier haben wir einen Teil. Da ist ein Teil. Und da sind zwei. Haben wir denn noch was? Können wir hier vielleicht auch wieder irgendwas öffnen? Schränke oder so? Ach, das war ein Rad. Okay. Ist das hier auch ein Rad wahrscheinlich? Nee. Puzzleteil.
Schatztruhe können wir die öffnen, ja. Noch ein Rad. Hurra. Ist das auch ein Rad? Nee, wird nicht als Rad gewichtet. Oh, hier ist eins von diesen Gläsern. Okay. Sonst haben wir aber da auch nichts. Was ist das hier? Bodenluke. Hier noch ein Teil. Und hier noch so ein Glas. Dann können wir gleich mal das Glas zusammensetzen. Und es fehlen dann noch 5 Teile. Was haben wir denn hier noch? Ach du liebes bisschen. Oh wei, das ist so ein. Oh wei, so ein Schiebepuzzle. Das gehört doch schon mal zusammen. Frage. Das sieht auch schon mal ziemlich richtig aus. Na, das nicht. Na, zurück. Das hier passt auf jeden Fall zusammen. Ha. Vielleicht erstmal den Menschen hier zusammensetzen. Das sieht doch schon mal relativ gut aus. So, da. So, das ist das Rad, jetzt fehlt hier noch das Teil, das muss dann dieses sein. Da oben ist eigentlich auch noch so ein minimaler kleiner Abrieb wahrscheinlich. So, dann nehmen wir jetzt mal. Da muss noch ein Teil der Hand. Das muss dann so aussehen. Kommt das eher? Nee, nicht nach unten. Aber das müsste nach unten. So, auf jeden Fall. Dann so, so. Die nach oben. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. So. Jawohl. Ja, da hält er ein Rad. Wunderbar. Ist denn das das letzte Rad eventuell? Jawohl. Wunderbar. Alles gut. Dann können wir fortfahren. Gehen wir vielleicht mal nach oben. Jetzt können wir einmal hier das Rad einsetzen. Dann machen wir das mal. Die Räder.
gibt's aber noch nichts. Können wir jetzt hier drinnen die Gläser. Okay. Ah, ist wieder hier so etwas zum Bauen. Sieht nach einem Ofen aus. Dann bauen wir mal diesen Ofen. So, das ist auf jeden Fall das Teil. Wie ist es nicht? Doch. Ja. Jawohl. Das Teil kommt hier hin. Ah, das sehen wir jetzt in Anzeige. Wunderbar. Diese ist. Na? Ne, das ist diese. Genau. Da oben kommt der Kopf. Das ist dieses Teil. Genau, das ist oben. Wir haben jetzt hier so einen Hahn, der kommt dahin. Und dann müsste einer noch von. Ne, das ist dieser erstmal. Mal, und da kommt hier dieses Glas drauf. Oder auch nicht. Aber hier gibt es ja zwei Gläser. Wo ist das andere? Das ist erstmal dieses, dann kommt das eben hier. Hier ist das andere. Das dahin. Dann. Ah ja, mal wieder so ein Teil. Das ist dieses Teil. Dann haben wir hier diesen Boiler. Das ist dieser hier. Das fehlt noch hier so eine Kapsel. Wo ist die? Das ist die hier, oder? Jawohl. Nur eins, also hier dieser Draht. Und der wird so gespannt. Jawohl, und dann ist dieser Ofen oder was auch immer darstellt. Soll fertig. Ach, und da ist die Batterie. Sieh an. Dann können wir zurück. Und setzen mal die Batterie hier ein. Können wir jetzt da drauf drücken. Ah, und damit wird das Bild nach oben geholt. Wunderbar. Ah, und jetzt dreht sich zum Apfel rüber. Was haben wir da? Ah, jetzt die Kugeln. Die 24. Die Kugeln, also dann sammeln wir jetzt mal die farbigen Kugeln. Haben wir hier eine, da haben wir eine. Sieht das aus, Kugel? Nee. Die hier, jawohl. Aber die zählt ja nicht. Naja, 8 müssen ja mal irgendwo reichen. Aber das hier ist nur, nee, das ist nur ein Hebel. Was haben wir denn hier noch? Sind das auch Kugeln? Ja, zählen auch. Das wahrscheinlich auch. Nee, das zählt ja nicht als Kugel. Dann holen wir die hier raus. Das zählt jetzt nicht als Kugel. Dann hat sich hier noch eine Kugel versteckt. Ist das... Ne, das ist nur ein Vogelnest. In der Klappe hier ist nur eine. Okay. Wir haben noch gleich mal da im Untergrund gucken. Den haben wir. Da ist nichts mehr. Wir gehen jetzt mal da runter. Diesen Bau. Na gut, das ist mir zu groß. Hier haben wir eine. Die wahrscheinlich auch. Wie? Nee. Zählt nicht. Na schade. Ist auch komisch, was nicht zählt hier. Schränke. Jawohl. Da ist jetzt nichts mehr. Aber warum nimmt er die hier nicht? Ist auch ein bisschen seltsam. In der Truhe. Und da noch etwas. Aber auch eine. Ja, hier haben wir genug, aber die zählen ja nicht. Da ist nur eine. Ich frage mich, warum zählt das hier nicht? Was ist das überhaupt? Ach, hier ist nur eine. Boah, meine Güte. So, also das zählt nicht. Das ist wahrscheinlich sowas wie das hier.
Knopf, wir haben auch noch gewahr, was das ist. Achso, wir können ja hier noch weiter nach links. Da waren ja nur Warten, da stehen ja noch 5 Puzzleteile. 1, 2, 3, 4. Jetzt fehlt nur einer. Lasst ihn bitte auch hier sein. So, Google, Google, Google. Zählen die beide? Jawohl. Aber ein Puzzleteil fehlt noch. Ah, hier. Wunderbar. Dann hätten wir das auch. Haben wir sonst noch irgendwas? Na, das scheint nicht so zu sein. Oder doch hier? 4 so Hebel. Hier ist doch schon einer. Wahrscheinlich die Brücke angesteuert. Mal zurück von diesen Hähnen. Und hier eine. Das ist ja der hier wahrscheinlich. Ja, genau. Das ist ja auffällig. Dann schauen wir mal weiter. Ne, das bringt ja nichts. Ist da unten vielleicht noch was? Hier noch ein Hebel. Sehr schön, okay, wir haben einen Hebel. Nach oben geht es. Dann mal schauen, was wir da noch haben. Nochmal zurück. Ach, hier ist mal ein Hebel, wunderbar. So, jetzt aber erstmal hier die Kugel da einsetzen. Sehr schön, und jetzt der Hebel war ganz hinten. Ganz links. Den Hebel setzen wir da ein. Ach du liebes bisschen. So eine Gasleitung. Müssen wir jetzt wahrscheinlich hier einen Weg bahnen. Ich glaube, von der Seite aus wäre es leichter. Vom Ziel aus. Das sieht doch bis dahin schon mal nicht schlecht aus. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus.